Hallöchen und damit herzlich willkommen jetzt hier zum kleinen Vlog. Heute einfach mal spontan drauf losgefilmt. Und zwar, wir haben es jetzt Mittwochnachmittag, fast 14 Uhr, wie man das da an der Uhr erkennen kann. Und ich gehe jetzt zum Friseur, weil, ich denke mal, ihr seht es schon, diese Haare, das sieht furchtbar aus. Es sieht echt furchtbar aus. Ich beneide jeden, der irgendwas mit langen Haaren anfangen kann. Ich kann es einfach gar nicht. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall gleich, wie jetzt schon die ganzen letzten Tage vorgenommen, zum Friseur fahren. Beziehungsweise eher gesagt gehen, weil fahren keine Möglichkeit. Ich werde jetzt zum Friseur gehen und dann treffe ich mich nachher noch mit Charles und Laris in Hamburg. Das heißt, ich sollte mich jetzt dann nochmal auf den Weg machen, mich ein kleines bisschen beeilen. Und das Praktische ist, heute ist der Friseurbesuch dann nämlich kostenlos, weil es gibt immer so die netten Karten hier. Und ich habe jetzt quasi 15 mal 15 Termine durch und der 16. ist jetzt dann kostenfrei, sprich dieser Haarschnitt ist dann free, dafür muss ich jetzt nichts bezahlen, das ist mal ganz nett. Deswegen, ich werde mir die Haare wieder ordentlich schön kurz schneiden, damit ich damit auf jeden Fall was machen kann. Und dann würde ich mal sagen, geht's auf jeden Fall jetzt los. So, die Haare sind geschnitten, jetzt wieder ordentlich kurz, bin wieder richtig zufrieden und jetzt geht's weiter nach Hamburg. Ich hatte nämlich so die Befürchtung, dass ich etwas zu spät sein könnte, weil es einen Augenblick gedauert hat noch, weil einiges los war eigentlich, aber es ging relativ flott und deswegen schaffen wir es doch noch rechtzeitig. So, wir haben jetzt den Weg gleich geschafft. Ich bin jetzt gleich bei Charles angekommen und wir sind jetzt hier relativ in der Nähe von der Elbe. Das heißt, ich werde euch gleich mal den schönen Ausblick zeigen, so direkt auf den Hafen. Ich liebe diesen Ausblick einfach. Und wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, dann zeige ich euch auf jeden Fall diesen Ausblick. Und deswegen machen wir uns mal auf den Weg. Ich denke mal, das ist noch ungefähr ein Fußweg von 10, vielleicht auch noch 15 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich komme noch irgendwie ein bisschen rechtzeitiger, weil ich ein bisschen später dran bin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Man hat hier quasi den direkten Blick auf den Hamburger Hafen. Man sieht da hinten irgendwie in der Nähe die Sonne. Hier sieht man zum Beispiel schon einen Teil vom Hafen. Dann geht es hier rüber. Da hinten sieht man die Kühlbrandbrücke, die geht einmal hier so rüber, zack. Und dann geht es hier noch weiter. Man sieht hier Hafen, Elbe. Ich liebe diese Aussicht einfach. Und die Farben sind auch nicht ganz schick. Also diese Aussicht ist einfach. Ich finde, es lohnt sich irgendwie dann doch. Ich hatte mich jetzt deswegen gerade so ein bisschen hier durch diesen Park geschlichen und jetzt muss ich mal gucken, ich muss auf jeden Fall hier runter. Wie ich jetzt zu meinem Ziel hier komme, weil beim letzten Mal bin ich anders gegangen. Das habt ihr immer noch gar nicht gesehen gehabt. Aber deswegen gucke ich mal, ob ich jetzt hier überhaupt runterkomme. Es sieht hier gerade so richtig zugewachsen aus. Okay, da ist eine Treppe. Ich gehe jetzt hier mal runter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier überhaupt runtergehen darf. Ich hoffe, ich rutsche jetzt hier nicht aus, weil die Stufe ist richtig schief. Ich weiß, ich kann die jetzt zwar nicht sehen hier, wo ich drauf stehe, diese Stufe. Ich glaube, das sieht ihr nicht, aber die geht hier richtig nach links runter. Ich bin ja fast ausgerutscht. Ich muss mich jetzt vorsichtig hier runter bewegen. Auch hier bekommt man einen richtig schönen Blick auf den Hafen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade mit dem Laris und dem Charles. Ja. Genau, so sieht's aus. Jetzt habe ich einfach Dannys Video begonnen. Naja, begonnen hast du nicht ganz. Ja. So zum Teil. Achso, naja, also hast du schon was gefilmt vorher? Ja. Hi. Bin gut gewesen. Ciao. Wir machen noch schöne Fotos hier von dieser Aussicht. Ja, da muss ich mir erstmal ein Bild von machen. Ja, dann machst du sie. Warum immer diese Kackwitze? Die sind nicht kacke, die sind scheiße. Erstmal Kamera anschalten, oder? Ah, ich hab ja. Das Ding ist, genau heute habe ich die A7S zu Hause gelassen. Das Mann! Das musst du rauskriegen, dass du mit der A7S bitte. Nein, das ist jetzt wichtig. Nein. Das müssen wir alles wissen. Das müssen wir wissen. Ja, doch. Richtig, aber es darf mir trotzdem nicht gesagt werden. Geil! Hey, na? Verrückt, verrückt, verrückt. Hi. Hi. So, wir wo fahren wir jetzt hin? Das nächste Generation, der mit Super Sachen. Jano. Ja. Ja. Mal hey, wieder. Warte, warte, warte. Die Sucht von Vapiano muss erfüllt werden, deswegen fahren wir da auf jeden Fall wieder hin. Die Fähre kommt also. Ah, nee, nee, ich glaube, sie kommt da schon. Ja, nimm mal. Die Fähre kommt. Und dann fahren wir jetzt zu Vapiano in die Nähe vom Jungfernstieg. Und dann gibt es wieder die berüchtigte Bolognese. Wie Käse? Jedes Mal. Käse oder Pizza. Weil ich weiß, ja, echt, Pizza ist auch geil. Bolognese oder Pizza. Das ist eine Entscheidung, die ich jetzt noch treffen muss während der Fahrt. Doch.
muss ich aber. Ihr könnt euch einen Döner holen oder so. Weil ich hab Hunger. An die Alza. Nee. Nein, komm, wirklich nicht. Doch. Ich will ein paar Fußmann. Ja, aber war Piano. Ihr habt doch schon gegessen, Mann. Ich hab nicht gegessen. Ich hab doch auch noch nicht gegessen. Ihr habt nur Mittag gegessen. Ich hab heute Mittag gegessen. Ein kleines Brötchen um halb eins. Ich hab heute Mittag gegessen. Heute Mittag habe ich Mittag gegessen. Nein, hab ich ja nicht. Press the button. So, wir sind jetzt im Vapiano und werden uns auf jeden Fall jetzt die schöne Pizza gönnen. Huiuiuiui. Mit Unges Lieblingsspeise obendrauf. Wird richtig nice jetzt. Das müssen wir erstmal jetzt verspeisen. So, es ist jetzt schon mal wieder ein bisschen Zeit vergangen und es ist jetzt schon total dunkel komplett. Alles duster. Und ich bin jetzt quasi wieder zurück zu Hause, deswegen war es heute quasi mit dem kleinen Tag, in dem ich ein bisschen unterwegs war beim Friseur, dann mit Laris und Charles noch in Hamburg, dann eben noch kurz für Vapiano und eine schöne Pizza gegessen. Und jetzt bin ich quasi wieder zurück, jetzt geht's wieder nach Hause und deswegen Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder. Hoffentlich wird die Temperatur so warm in Anführungsstrichen, weil letzten Tage ist es wieder ein Tickchen wärmer geworden. Ich mag das eigentlich ganz gerne so, ich mag es jetzt nicht so, wenn es so kalt, obwohl Schnee mag ich wiederum, wenn es schneit, finde ich geil. Aber die Kälte an sich ist, ach, ich weiß nicht, man sieht's aber, es ist doch relativ kühl irgendwie. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis die Tage. Tschüss.